So, diese Lampe geht jetzt gleich irgendwann aus. Wir sind in der Schlussphase von Schlag den Raab an diesem Samstagabend. Ich bin auch ganz schön fertig. Wie gesagt, der Bauch hat so ein bisschen rumort. Jetzt geht's aber schon wieder, dank eurer super Tipps. Habe ich das vorhin nicht schon alles erzählt? Ja, also ich höre jetzt auf mit der Posterei, weil jetzt geht's wirklich um die Wurst oder sogar um den ganzen Grill. Raab im Moment vorne, aber ich traue mich noch keine Prognose abzugeben. 1,5 Millionen Euro kann André aus Gelsenkirchen heute mitnehmen, wenn er den Rabinator schlägt. Für mich geht's morgen dann weiter ab 13.30 Uhr, dann Köln gegen Hertha BSC. Ja, ihr müsstet das mal hören, was ich hier gerade auf dem Ohr habe. Wartet mal. Weiß nicht, ob man da irgendwas gehört hat. Das war ein schreiender Stefan Raab. Das ist der Film, als er in einem Kunstflugflugzeug unterwegs war. Wird hier übrigens in der Werbepause für Studiopublikum gezeigt. Jetzt gibt es gleich den letzten Musikact und dann geht's auf die Zielgerade und dann geht der Papa Bubu machen, weil es war ein langer Tag. Leverkusen, Hannover, jetzt Schlag den Raab. Und dann euch noch immer alle zufriedenstellen. Das geht ja sowieso nicht. Tschüss, gute Nacht. Aber zu Ende gucken. Da ist die Lampe nochmal. Wisst ihr, wie das ist, wenn eine Lampe ausgeht?